Meine Frage ist, ob in diesen Gesprächen Herr Weise sich auch in Kenntnis gesetzt hat über die gravierenden strukturellen Probleme im BAMF. Herr Thome, schauen Sie, Herr Weise wäre überhaupt nicht ins BAMF gekommen, wenn es dort nicht gravierende strukturelle Probleme gegeben hätte. Ich habe ihn unzählige Male gesprochen und habe ihn immer wieder ermuntert, uns alle Missstände, alle Unzulänglichkeiten zu sagen. Und nur dadurch haben wir das geschafft, was wir dann geschafft haben. Und da bleibt immer noch viel zu tun. Warum Ihre Regierung sich so sehr dagegen wehrt, dass das in die Mandate der Europäischen Union reinkommt für zukünftige Handelsabkommen? Ich glaube, angesichts der sozusagen Verletzung auch der internationalen Regeln, der drohenden Zölle jetzt auch auf Autos, sollten wir auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika gesprächsbereit sein und darüber dann auch immer wieder natürlich dafür werben, auch die Klimaschutzvorgaben einzuhalten. Aber alles mit allem zu verbinden und damit jedes Gespräch über Handel unmöglich zu machen, halte ich auch im deutschen Interesse nicht für den richtigen Weg. Wäre es nicht gut, diese Gespräche mit Russland in Form eines erneuerten G8-Gipfels zu erneuern? Ich hatte ja in meiner Einführung gesagt, dass das G7-Format sich oder früher das G8-Format sich gerade dadurch auszeichnet, dass man auch Völkerrecht achtet und Rechtsstaatlichkeit, und die Annexion der Krim ist ein flagranter Bruch des internationalen Völkerrechts gewesen. Und deshalb ist der Ausschluss Russlands aus diesem G8-Format unvermeidbar gewesen. Wir haben aber entgegen dem, was Sie immer wieder versuchen zu sagen, die Gesprächsfäden nicht abgebrochen. Es gäbe heute keine einzige Verhandlung über die Frage, wie man die Krise in der Ostukraine lösen kann, wenn wir nicht den Gesprächsfaden gesucht hätten mit den Minsker Beschlüssen. Es gibt, wie ich schon berichtete, permanente Kontakte. Es gibt die Kontakte im G20-Format. Wir müssen miteinander reden, wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben, vielleicht mehr als sonst. Und das tun wir. Aber ein Format, das ausdrücklich auf Achtung des Völkerrechts ausgerichtet ist, ist damit für Russland im Augenblick nicht gangbar. Mich würde interessieren, ob die Situation in Afghanistan und auch Abschiebungen nach Afghanistan im Kabinett eine Rolle gespielt haben und dort auch angesprochen wurden. Ja, Frau Kollegin, das hat eine Rolle gespielt, weil jetzt ja das Außenministerium oder das Auswärtige Amt, besser gesagt, den neuen Lagebericht für Afghanistan vorgelegt hat. Ich glaube, er liegt Ihnen auch schon vor. Wir hatten ja diesen Bericht sozusagen neu erstellt, und es hat sich gezeigt, dass dieser Bericht im Grunde qualitativ ein ähnliches Bild zeigt wie der Bericht, den wir vorher hatten. Und auf dieser Grundlage und angesichts der Tatsache, dass die deutsche Botschaft nach dem schweren Anschlag auch wieder besser arbeitsfähig ist, haben wir gesagt, dass die Beschränkungen, die wir auf die Rückführung für Afghanistan ausgesetzt hatten, dass die nicht mehr gelten müssen. Das heißt, der Bundesinnenminister wird den Ländern dies auch mitteilen, und die Länder werden dann auf dieser Basis des neuen Berichtes auch ihre Entscheidungen über Rückführung nach Afghanistan treffen. Aus unserer Sicht sind die Einschränkungen entfallen.